Okay, fighters, before we start the fight, I want to say a few things about the rules. No hits to the back of the head. No hits to the spinal area. No elbows from top to bottom. No knees on the ground to the head. And no kicking on the ground to the head. You understand that? Okay. Listen good to my instructions. Good luck to the both of you. Im ersten Halbfinale hier bei Martial Arts Extreme. Daniel Weichel gegen Amir Lekay. Beide Kämpfer sind gleich alt, ungefähr gleich schwer, ungefähr gleich groß. Beide Überkämpfer kommen aus dem Jiu-Jitsu. Und es geht los. Beide Kämpfer taxieren sich ab, kennen sich ja mittlerweile sehr, sehr gut hier aus dem Camp. Erste schöne Aktion von Amir Lekay, High Kick zum Kopf, der allerdings verfehlt hat. Und hier Takedown-Versuch von Amir Lekay gegen Daniel Weichel, schafft es auch, bringt Daniel hier auf den Boden. Kann die Guard zur Hälfte passieren, das heißt Daniel hat noch ein Bein umklammert. Das wird natürlich Amir probieren, hier auch noch frei zu bekommen. Hier sieht man sehr schön die Umklammerung des Beines von Daniel bei Amir. Da sieht man, wie Amir probiert, das Bein frei zu bekommen, um die Guard zu passieren. Genau. Arsch drehen, Arsch drehen. Drin. Kopf hier drücken und Arsch drehen. Super, was? Kommt er raus. Hey. Die Kämpfer arbeiten natürlich sehr vorsichtig, wollen keinen Fehler riskieren. Da ist Amir fast an der Guard vorbeigekommen, allerdings schafft es Daniel, diese zu halten. Die leichte Schläge sollen den Gegner ablenken, um einen eventuellen Hebel bzw. einen passierenden Guard zu ermöglichen. Hier legt sich ja schon einen Arm zurecht, probiert da natürlich ein Submission, das heißt einen Aufgabegriff zu bekommen. Würde allerdings sehr schwer haben gegen einen Jiu-Jitsu-Experten wie Daniel Weichel. Daniel muss sich hier probieren zu drehen, nach links zu drehen, um das Bein zu befreien und um Amir direkt in die Guard zu nehmen, in die volle Guard zu nehmen. Probiert es hier auch und schafft es, hier ist in der vollen Guard. In der Position kann Daniel dann probieren, Armhebel, Beinhebel, Würgegriffe etc. anzubringen. Slam hier von Amir gegen Daniel. Soll ein bisschen Luft nehmen, bringt aber allerdings nicht allzu viel. Daniel muss hier probieren, natürlich jetzt ein Submission, also einen Hebel anzusetzen. Öffne die Guard. Amir probiert die Guard zu überspringen. Sind immer noch in der Offenheit. Daniel hier mit einer Guillotine, das heißt einen Würgegriff am Hals. Allerdings konnte Amir diesen Würgeansatz leicht verteidigen. Amir hier wieder in der Halbguard, hat es geschafft, ein Bein zu befreien. Und Daniel geht wieder in die vollen Guard, hat hier einen Kimura, einen Schulterhebelansatz. Probiert das Ding natürlich durchzukriegen. Drückt ihn und Amir muss abklopfen. So bin ich ein Sieg von Daniel Weichel über Amir Lekay in der ersten Runde. Wunderschön technischer Kampf von beiden Kämpfern hier. Wir haben ein Ergebnis. And the winner is Daniel Weichel. Hat nicht gereicht, tut mir leid. Amir, komm mal kurz zu mir. Großartiger Kampf, du hast die ganze Zeit dominiert. Und dann halt dann doch in diesen Armbar reingelaufen. Blöderweise habe ich hier in der Dieh das Knie verdreht auf dem Boden. Und habe schon gemerkt, dann habe ich mich total nicht konzentriert und der hat sehr viel Power. Das ist genau wie Ivan. Und sobald ich immer auf das Bein konzentriert war, habe ich nicht mehr oben gedacht. Tut mir leid halt. Trotz Riesenkampf, Dankeschön. Daniel.
Du bist ja eigentlich mehr Erfahrung, hast du ja grundsätzlich im MMA und war ein schwerer Kampf, oder? War extrem schwer, weil er mit sehr viel Kraft gearbeitet hat und mich gut kontrolliert hat aus der Guard. War es anfangs extrem schwer und das nagt auch an einem, wenn die Aktionen, die man am Anfang macht, einfach nicht funktionieren. Hast du dann dir schon vorgenommen von vornherein, dass du auf den Arm gehen möchtest? Nee, das kam dann einfach, als ich den Arm gesehen habe, habe ich probiert, was daraus zu machen. Also eben nachdem der Sweep nicht funktioniert hat. Sehr schöner technischer Kampf. Ein Riesenapplaus für den Daniel. Klasse. Katharina, wie fandst du den Fight denn?